So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Stappenbach. Wir müssen hier noch eine Kleinigkeit fertig machen. Wie ihr seht, wir sind hier hinten am Logistikunternehmen. Die Bäume da vorne sind weggekommen. Wir haben für den Bauern da hinten aus dem Feld auch noch ein paar Bäumchen mit rausschneiden müssen. Und hier sind auch die Bäume entfernt worden. Wir haben jetzt gerade noch ein paar Holzklötzle übrig. Die müssen wir jetzt noch verarbeiten. Dann müssen wir langsam die Maschinen wegräumen. Und noch mit der Stuckenfräse kommen. Und dann müssen die ganzen Stümpfe alle noch weggefräst werden, komplett entlang. Die Straße wird nämlich voraussichtlich morgen wieder geöffnet. Liegt jetzt nicht an uns. Wir waren jetzt hier circa 1,5 Wochen war hier jetzt gesperrt. In der Zeit haben wir auch die Baumfellarbeiten hier gemacht, weil die Gemeinde auch noch unterwegs ist. Muss man dazu auch sagen, die ist für uns unterwegs. Mal schauen, ob man es von hier zufällig sieht. Ah, ist zu weit weg, glaube ich. Auf jeden Fall an der hinteren Einfahrt vom Sägewerk ist momentan der Bauhof unterwegs, macht den Anschluss für die Fernwärme und für die Einspeisung ins Stromnetz von dem BAKW. Oder beziehungsweise Blockheizkraftwerk. Oder Heizkraftwerk, je nachdem wie man es nennt. Und die Arbeiter von der Firma sind auch schon fleißig dran. Das Gebäude steht soweit, es ist ja ein Fertigteilgebäude alles. Die sind gerade noch dabei, innen drin die Maschinen alles anzuschließen. Und dann werden wir sehen, ob wir vielleicht heute, morgen, mal gucken, je nachdem wie schnell sie werden, ob wir schon mal einen Probelauf machen können mit dem Heizkraftwerk, ob alles funktioniert. Natürlich vorerst nur für uns, weil solange der Bauhof noch dabei ist, den Anschluss fertig zu machen, geht es natürlich nicht ins öffentliche Netz. So, dann fangen wir jetzt an. Wir nehmen jetzt hier unseren MB-Truck und fahren jetzt erstmal. Ah, halt, stopp. Plane nicht vergessen. Und fahren jetzt erstmal die Hackschnitzel zurück zu uns am Sägewerk. Da wird es langsam auch knapp. Sind doch ein bisschen mehr Hackschnitzel geworden hier als erwartet. So. Geht perfekt. Dann müssen wir den Häcksler wieder zum Händler hochbringen. Den Wagen, wo wir das Holz drauf hatten. Warte mal, fahren wir weiter hoch, dass wir was sehen. Wo wir die Tanne drauf haben, wollte ich ja eigentlich erst mit zu uns ans Sägewerk nehmen. Aber da hat der Schreiner mich tatsächlich angerufen und gefragt, ob wir noch circa 2 bis 5 Meter lange Stämme haben. Komplett, müssen nicht entrindet sein, nicht geschnitten. Er bräuchte die ein bisschen für Möbel. Da habe ich gesagt, ja, also ein bisschen was habe ich. Gerade eine Tanne umgeschnitten. Und dann werden wir ihm das noch hochfahren, bevor wir den Hänger zurückgeben. So, ihr seht ja auch, die Absperrung ist ein bisschen gewandert. Da hinten sind sie noch fleißig am Arbeiten. Und da hat man hier die Kante zugemacht, dass nur noch wir Baustellenfahrzeuge aktuell durch können. Und hier zum Sägewerk. Und vorne wurde es ja auch ein bisschen eingerückt, dass das Logistikunternehmen nicht gestört wird. Können wir gleich mal gucken, wie das ausschaut mit dem Heizkraftwerk. Ich finde, es ist auf jeden Fall gut geworden. Wir haben sogar einen passenden Platz gefunden. Weil wir, wie gesagt, wir mussten ja das vorgefertigte Modell nehmen, konnten nichts mehr ändern. Aber da passt der Platz. Wie ihr seht, hier ewig langer Graben, wo die Leitungen drin sind. Und jetzt fahren wir noch schnell die Abschnitzel da nach hinten. Müssen wir nur aufpassen. Da steht nämlich auch die Kraftwerkfirma. So, schön nach hinten. Jetzt bleiben wir mal stehen.
habe nämlich hier schon ein bisschen was ins Eck gekippt. Das müssen wir natürlich hier abdecken, weil ich habe einfach keinen Platz mehr für die Hackschnitzel. Werdet ihr gleich sehen. Hinten am Sägewerk, der Bunker ist komplett voll. Das ist schlimm. Also, ich weiß nicht mehr, wohin damit. Oben die in der Produktion im Bunker haben wir voll gemacht. Also wir haben definitiv keinen Platz mehr für das Ganze. Bin froh, wenn das hier anläuft und wir das Ganze verbrennen können. So, jetzt machen wir den kurz aus, dann zeige ich euch mal das Heizkraftwerk. Oder beziehungsweise Strom- und Heizkraftwerk ist ja für beides gedacht, für Fernwärme und für Einspeisung ins Stromnetz. Wie gesagt, wir sparen uns dadurch eine Menge. Allein schon von unserem Stromverbrauch hier am Werk, die Heizkosten für das Werk, dann natürlich für die Gemeinde zum Verkaufen. Einwandfrei, also es kann nicht besser sein. Hier oben haben wir den Einfülltrichter für unsere Hackschnitzel und Rindenmulch. Und wir haben einen separaten Behälter hier drüben. Der ist auch zum Einfüllen. Allerdings gibt es hier nur Stroh- und Heupellets. Ist ein Zusatzbunker, den hat er sich bestellt. Ist natürlich geil, dass wir halt wirklich alles verwerten können, was bei uns so anfällt. Pellets natürlich müssen wir pressen lassen, weil eine Presse, wie gesagt, ist zu teuer. Aber da können wir das ganze Zeug wenigstens verarbeiten. Und haben da draußen einen besseren Wert. Jetzt nehmen wir aber gleich schnell den Hänger und räumen den auf die Seite. Mal, wo stellen wir den hin? Wir stellen den vorne hin, weil den brauchen wir bestimmt an den Bunkern. Oh Gott, meine Leute sind fleißig am Arbeiten. Paletten werden hier produziert, das ist ja nicht mehr feierlich. Aber hier die Balken kriegen sie nicht weg, gell? Naja. Werden wir schon selber machen nachher. Jetzt fahren wir erstmal hier den Hänger rückwärts rein. So, lass mal stehen. Dürfte weit genug hinten sein. Hinten kommen wir noch die Treppe hoch. Ja, perfekt. Da seht ihr es, da haben wir schon den Rest reingefüllt. Da kriege ich auch nicht mehr rein. Das muss aber jetzt langsam wieder raus, weil es kommt ja durch die Säge auch jede Menge Hackschnitzel mit dazu. So, dann sollten wir natürlich die Stuppenfräse mitnehmen. Beziehungsweise, nee, das machen wir nachher im Gummimob. Oh, ich komme hier gar nicht raus. Dann fahren wir jetzt schnell den Häcksler zum Händler hoch. Dann ist das erledigt. Dann räumen wir unser Gewicht und unsere Zange gleich noch weg. Da lassen wir jetzt hier schon offen, da wird jetzt schon keiner durchfahren. Ich hoffe, das erkennt man. So, was die Zange hängen wir gleich an. Dann ist die hier weg. Dann muss man selber ein bisschen schieben. Das Gewicht hängen wir auch gleich an. So, schön anhängen das Ganze. Und mal hier müssen noch die Hydraulikschläuche dran. Zack. Ja, funktioniert so wie es soll. Die Klappe auch hoch? Ja, jetzt hat wohl gerade ein bisschen der Druck gefehlt in der Leitung. Hinten das Gewicht fahren wir noch hoch. Beziehungsweise, das war jetzt eigentlich auch dumm. Weil das Gewicht, warte mal, das Gewicht lassen wir da, das müssen wir im Unimog mitnehmen. Das kann ich ja den Häcksler gar nicht wegfahren.
So. Wie ihr auch seht am Kontostand, das Geld für das Kraftwerk ist auch schon weg. Haben wir schon bezahlt. Natürlich gut, dass immer noch ein bisschen Geld reinkommt. Palettenverkauf und so weiter. Bretterpaletten, Holzbalken. Da kommt ja zum Glück immer wieder was rein. Sonst wird mir jetzt ein bisschen alt ausschauen. So. Vorsichtig. Boah, muss so weit zurück. So, alles andere auch anklemmen hier. Und jetzt fahren wir aber erstmal hier aufs Gelände zum Drehen, weil hier auf der Straße wird das ein bisschen gefährlich. Die Laderampe aufpassen. So, perfekt. Dann fahren wir jetzt hier gleich raus. Ja, der B-Truck muss auch bald mal wieder zum Service. Ist die Frage, kommen wir mit dem Gespann hier durch die kleine Gasse hoch? Ne, lass mal lieber. Bin ich hier oben nicht durchs Tor. So. Der zieht momentan schon ein bisschen schlechter. Ich glaube, da ist irgendein Filter zu. Das ging schon mal besser. Und so langsam mache ich mir auch ein bisschen Gedanken, wenn wir schon das Kraftwerk stehen haben, wie wir eigentlich die Hackschnitzel einfüllen sollen. Wenn wir das alles mit dem MB-Trag machen, dann sind wir ja Jahre beschäftigt mit der kleinen Schaufel. Aber jetzt können wir ja gleich noch mal schauen, wenn wir schon mal hier sind. Es wird knapp an der Mauer. Ob da in dem Hallentor hat das gehabt. Ja, lass mal so stehen, der muss ihn ja sowieso reinfahren. Da ist es dann nicht mehr so schlimm. Warte mal. Ach, da stehen unsere neuen Absperrungen schon, die ich bestellt habe. Perfekt. Wieder eine Schaufel drin liegen. Okay. Wäre auch nicht schlecht. Oder sonst? Nee, war da nichts drin, aber hier draußen. Ja, so ein Teleskoplader, den haben wir uns ja eh schon mal überlegt für einen Hof. Oder einen Weidemann, einen Hoflader, aber ist halt alles eine Frage des Preises. Muss man echt sagen. Jetzt würde mich halt nur mal interessieren, was sind denn die Schaufeln? Ich habe doch, glaube ich, den Prospekt dabei. Gucken wir doch mal, was so ein Teleskoplader an Fassungsvermögen hat. 2600 Liter. Gibt es 3000 Liter Schaufel? 3500 wird es auch noch geben. Aber das war's dann, glaube ich, oder? Ja, ich glaube 3000 Liter. Ist halt das Maximum. Zum Befüllen und hin und her fahren bei uns. Im Sägewerk. Ja. Yeah. Da wäre es wahrscheinlich gescheiter, dass man in Richtung Radlader eventuell. Da gibt es auch bloß 4000, 5000 Liter. Uiuiui. Aber das kostet halt auch wieder ein Schweinegeld. Wir dürfen ja auch nicht vergessen. Wir haben die ganze Kartoffeltechnik ja auch noch bestellt.
muss ja auch bezahlt werden. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme hier so eine Allzweckschaufel, die kostet ja schon 7, dann will ich gar nicht wissen, was der Radlader kostet. Was hat er denn im Prospekt stehen für Geräte? Ein New Holland, 234 PS, 175.000. Na gut, ich glaube, der wäre ein bisschen zu schwach, der kleine Torion hier. 150.000. Im großen Glas. Oder eine Leaper. Aber der ist halt auch eher kleiner dimensioniert. Das ist, glaube ich, den, was der Bauhof hat. Aber gut. Fürs Sägewerk ist, glaube ich, der auch ein bisschen zu groß, oder? Halt schon eher für eine BGA oder sowas gedacht. Und vor allem, was das jetzt alles kostet. Da ist, glaube ich, hier so ein Telelader. Der kostet, glaube ich, kostet sowas neu. Ungefähr so, ja, kann man sagen, um die 100.000 normalerweise. Und so wie der auch schaut, ist der doch ein bisschen runtergeranzt. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja sowas um die 50.000 rum. Vielleicht mit einer größeren Schaufel. 3.000 Liter, das wird dann normalerweise auch reichen. Und wir könnten ihn theoretisch auch am Hof nutzen. Wäre echt eine Überlegung wert. Muss ich mal mit ihm reden. Ob der noch zu haben ist oder ob er den schon reserviert hat. Wäre interessant. Und ihr könnt mir ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr meint, weil, sag mal so, der steht schon hier. Den könnten wir bestimmt relativ zügig abholen. Ein Neufahrzeug dauert halt wieder ewig. Und ich glaube, dafür haben wir echt das Geld nicht. Weil jetzt erst das Kraftwerk, dann auch die Kartoffeltechnik, die sollte jetzt ja dann auch noch kommen. Kostet ja auch nochmal, ich glaube, zwischen 150.000 und 200.000. Müsste nochmal aufs Angebot schauen. Dann haben wir aber kein Geld mehr. Uhuhu, geh weg da. Das wird schon Lebensmittel. Aber schreibt mir diesbezüglich gerne mal eure Meinung rein. Bin ich sehr gespannt, was ihr machen würdet. So, jetzt drehen wir hier um, nehmen wir unser Gewicht mit. Ich muss das Zeug ja auch noch wegfahren. Ja doch, komm. Wir hängen das ganze Zeug erst oben am Hof. Da fahren wir mit dem Riki-Tag das Holz weg. Das muss der auch packen. So schwer ist es ja nicht. Der Hänger ist ja nicht voll. Also von dem her. Und die Jungs brauchen den MB-Tag ja auch wieder an Sägewerk. Dass sie arbeiten können. Wenn wir gerade reinfahren, nehmen wir jetzt die Balken auch schnell raus. Haben sie bestimmt noch nicht mitgekriegt. So. Machen wir mal ganz breites Ding. Schieben wir das mal ein bisschen zusammen, das Ganze. Klappen das gleich mal runter. So, dann bringen wir das gleich mal hinter zum Ballenwickler. Oh, ist das schön, wenn man hier so viel Platz hat. Der Umbau hat sich wirklich gelohnt hier. So, dann parken wir jetzt den MB-Truck erstmal. Ich würde mal sagen, den fahren wir mal hier an die Seite.
Oh, die Schaufel. So, dass wir aber noch rauskommen. Dann können die Jungs damit arbeiten. Und wir holen uns jetzt als allererstes den Unimog. Hängen die Winde ab und holen uns noch die Stoppenfräse. So, da la. Ja, der Unimog war auch Hammer. Also ich muss schon sagen, unsere Mercedes-Flotte vom Sägewerk gefällt mir richtig gut. Ich würde noch gerne so viel mehr kaufen, wenn wir das Geld hätten. Aber vielleicht läuft es ja jetzt dann. Also was? Das... Kommen die Winde, die stellen wir hier zwischen die Hallen. Das dürfte eigentlich passen. Stört sie nämlich schon mal keinen. Komme ich da überhaupt hin? Hallo. Ja doch, passt. Und dann schnappen wir uns die Stuppenfräse. Die hängen wir, glaube ich, vorne hin. Jetzt ist bloß die Frage, ob wir das Gewicht eventuell bräuchten. So, Zapfwelle muss noch hin. So. Sollte alles soweit passen. Jawohl. Ja, doch ein bisschen Look ist er schon, oder? Ja, doch, doch. Wir müssen unbedingt das Gewicht mitnehmen. Sonst haben wir hier echt ein Problem. So. Dann stellt man halt doch erst darüber. Ohne Gewicht wird das ein Himmelfahrtskommando. Könnten eigentlich auch mal Platten kaufen für den Unimog, wo wir hinten hin machen können. So, dann fangen wir jetzt hier draußen mal an. Da war doch der erste Baumstumpf. Jetzt das Ding hier auch weg. Müsste klappen. Jawohl. So, dann mache ich auch gleich noch ein Thumbnail mit euch zusammen.
So, und hier auf dem Feld hat eben der Bauer auch noch gesagt, wir sollen hier ihm seine Bäumchen wegmachen. Dass er hier anständig durchmähen kann. Da habe ich bloß gesagt, solange es mit der Gemeinde abgeklärt ist, mache ich ihm das, kein Problem. Ich möchte hier keinen Ärger kriegen. Also bin ich schon mal raus. Ich habe den Auftrag angenommen. Für das Ganze haben wir knapp 2000 gekriegt, dass wir ihm hier die Bäume weggemacht haben. Und durften natürlich das Holz auch behalten. Ja, bloß er will die Bäume weg haben, der Rest ist ihm vollkommen egal. Müssen wir hier natürlich nur aufpassen, dass wir hier auch alle Stümpfe erwischen, nicht dass der hier ins Mähwerk fährt und wir dann hier den größten Schaden angerichtet haben. Aber ich glaube, wir haben da soweit alles. Nee, da oben ist noch einer. Hätte ich mir echt aufschreiben sollen, wo die waren. Und ich sag mal, wenn die Straße eh schon gesperrt war, dann ist es ja egal, dann können wir nebendran das auch noch mitnehmen. Wäre jetzt was anders gewesen, wenn es geheißen hätte, müssen wir das fertig kriegen. Ein Tag, dann ist die muss die Straße wieder offen sein. Dann hätten wir das jetzt natürlich nach hinten verschoben. So. Ich hoffe, wir haben jetzt echt alles erwischt. Gut, der will hier sowieso nochmal durchfahren. Jetzt alles ein bisschen umackern. Dann wird er uns schon sagen, wenn noch was irgendwo steht. In dem Waldstück da drin, hat es geheißen, sind auch noch zwei Stümpfe, die mit weg müssen. Wenn wir eh schon da sind, machen wir das natürlich ganz klar mit. So, den Baum da drüben musste man ja entfernen. Oh, auf das Schild aufpassen. So, der ist auch weg. Was hat er jetzt gesagt? Hier im Waldstück seien zwei Baumstümpfe. Auch einer ist schon hier im Weg, genau. Es waren anscheinend von vorigen Forstarbeiten noch übrig. Hat man nur die Stümpfe nie weggemacht. Und einer. Da ist der zweite. Und ich glaube, zwei waren es, oder? Zumindest hat er das nur gesagt. Der liebe Förster. Falls ich jetzt noch mal einen sehen sollte, mache ich ihn natürlich mit weg. Ist ja jetzt kein Aufwand für uns. Schon hier sind, ob es jetzt zwei sind oder drei, ist gerade egal. Und wir laufen mal schnell rein und schauen, ob da noch was ist. Aber es sieht. Ne, sieht gut aus. Wen da? Eventuell. Ja, obwohl, das können sie. Der ist eigentlich schon so morsch, da brauchen wir eigentlich auch nicht dran rumschneiden, das können sie umtreten. Naja, komm. Passt schon so. Ey, Freundchen. Ist ganz schön leichtsinnig. Auf der drüberen Seite hat man nichts. Und hier oben haben wir noch drei Stümpfe gehabt. Hier müssen wir bloß wirklich aufpassen. Hier geht es nämlich ziemlich tief runter.
Mich wundert es auch, dass hier die Gemeinde keine Leitplanken dran hat. Obwohl es hier so tief runter geht. Da wäre es vielleicht schlau gewesen, wenn wir die Seilwinde dran gelassen hätten. Hätten wir uns gegenüber anhängen können. Aber wenn wir vorsichtig sind, klappt das auch so. Perfekt. Und dann müssten wir jetzt noch genau einen Stumpf haben. So sieht's aus. Den machen wir natürlich auch mit weg. Ansonsten war es das, soviel ich das noch in Erinnerung habe. Dann können wir jetzt eigentlich... Ach nee, warte mal, wir können die Sperrung nicht aufheben. Nee, das geht noch nicht, weil die müssen ja vorne erst noch fertig sein. Obwohl... Nee, wir bringen jetzt erstmal die Maschine weg. Dann schnappen wir uns den Rigid-Truck. Nee, dann nehmen wir einen MB-Truck. Fahren dann mit dem schnell das Holz zum Sägewerk. Bringen dann den Hänger auch wieder zum Händler. Und dann klären wir das mit der Gemeinde ab, wie wir das machen. Ob wir hier die Absperrung bloß hier rüberlegen, dass wir nur das Stück zu uns hinter sperren und der Rest schon aufmachen. Oder ob wir gesamt gesperrt lassen. Ich weiß ja nicht, ob die noch woanders baggern müssen. So. Das Anbaugerät stellen wir jetzt hier vorne zu den Paletten. Hätte man eigentlich auch die Seilwinde reinstellen können, da hätte man sie nicht zwischen die Halle fahren müssen. Hat. Rollscher Knopf. Ich brauche die vordere Hydraulik. Lass mich doch mal hier durch. Komm. Ja doch, das passt so. Das Gewicht stellen wir... auch gleich hier rein. Boah, da bleiben wir so stehen, sonst schleifen wir das bloß die ganze Zeit rum. Und den Unimog können wir eigentlich daneben stellen. Den brauchen wir vorerst nicht. So. So, was machen wir jetzt? Nehmen wir jetzt einen MB-Truck oder... Ach. Sollen die Leute damit arbeiten? Wir nehmen den Rigi. Mit dem müssen wir dann eh wieder zum Hof hoch. Dann ist es doch gerade egal. So, dann können wir das Tor hier auch wieder zumachen. Ich denke, Wasser werden sie auf jeden Fall noch holen. Das war ja das Einzige, was oben gefehlt hat bei den Setzlingen. Dann müssen wir da auch mal schauen, dass wir die ausschreiben, vielleicht hat da schon mal jemand Interesse. Und vielleicht auch beim Landhandel nachfragen. Wie ich gehört habe, haben die in den letzten Wochen auch angebaut. Weil sie mehr Platz brauchen. Müssen wir uns natürlich auch noch irgendwann angucken. Und vielleicht kaufen sie ja dann auch Setzlinge und solche Sachen an. Zum Aufforsten. So, jetzt schleichen wir uns da hinten am Bauhof vorbei. Weil da sind wir nämlich dann schneller oben beim Schreiner.
immer dieses Bedienfeld. Ich weiß nicht, warum immer dieses Feld aufgeht. Aber warte mal, kommen wir hier direkt vorbei? Ja. Jetzt mal hier durch. Ich glaube, das sehen die auch nicht gerne, wenn man sich hier vorbeischleicht, aber im Endeffekt, wir müssen halt hier auch zu unseren Feldern. Hilft ja nichts. Und ich muss sagen, hier auf dem Kartoffelfeld, sieht gut aus. Heimt alles schön. Au, wir haben Unkraut drauf. Da hoffe ich, dass unser Striegel schon da ist, weil ich gehört habe, der Vorführer sei schon weg. Sonst müssen wir das echt in Kauf nehmen. Weil oben habe ich schon gesehen, bei unseren großen Ackerflächen, ja, da haben wir es jetzt vor lauter Stress komplett verpennt, zu striegeln. Und jetzt, mit der Größe der Pflanzen, sollte man eigentlich dies nicht mehr machen. Weil man sonst die Pflanze mit rausreißt. Müssen wir halt auch damit leben. Müssen wir nächstes Jahr echt aufpassen, oder ich bin mir auch sogar überlegen, ob wir nicht so eine kleine Mischwirtschaft machen. So quasi... Uiuiui, was war das? Wir düngen mit unserer Gülle und Mist, wie wir es bis jetzt auch machen. Setzen aber auch in gewissen Maßen Pflanzenschutz ein. Für einen besseren Ertrag. Weiß, es ist halt... Ja, es ist nicht Bio, aber ich wollte ja auch nie in Richtung Bio gehen. So direkt. Und so nah wie möglich, aber... Es ist nicht zwingend nötig, dass wir auf Bio gehen. Könnt ihr mir ja auch mal reinschreiben, was meint ihr? Sollen wir die Feldwirtschaft in Misch betreiben oder doch eher rein auf Biowirtschaft? So. Dann geben wir dem hier gleich mal Bescheid, dass sein Holz da ist. Das 690 kriegt er die ganze Sache natürlich. Kein Problem. Wir sind's weg. Er hat seinen Spaß dran. Und wir arbeiten ja gerne mit ihm. So ist es ja auch nicht. Dann würde ich sagen, ich fahre jetzt ganz gemütlich nach Hause zu unserem Hof. Da wartet auch noch die Arbeit. Wir müssen uns um die Tiere kümmern. Und wir sollten endlich mal den Rasen mähen bei uns im Hof. Das schaut ja aus wie bei Hempels bei uns. Zack, gleich mal schnell rausgeschossen, wenn nichts kommt. Ja, wenn ich hier schon vorbeifahre... Biogasanlage wäre schon was. Aber es fehlt halt, wie gesagt, uns das Geld. Hier haben wir natürlich auch Unkraut. Aber kommen wir jetzt nicht drum rum. Also ich fahre jetzt nach Hause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf dem Hof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen aus eurem Alltag holen. Oder den Start in den Tag versüßen, je nachdem. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, natürlich auch gerne ein Abo. Und was immer gern gesehen ist, sind Kommentare, Tipps und Tricks. Also, schönen Tag euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.